So, schönen guten Morgen. Es war gerade 11.01 Uhr, es ist jetzt 11.02 Uhr. Donnerstag, 18. April 2024. Tee und Popcorn am Vormittag. Ihr seht, ging es gestern rund hier auf Jail of Lives. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank für die lieben Comments. Liebe Grüße. Nach wie vor nicht vergessen zu abonnieren, weitersagen, Glocke an, so dass ihr mitbekommt, wenn es wieder heißt Tee und Popcorn. Mein neues Format hier auf Jail of Lives. Hier im Internet ist immer Acht Live, Macht Live, Nacht Live. Überall, wo ich bin, ihr wisst Bescheid. Genau. Jetzt ist es halt so, dass das Video gestern auf jeden Fall von den Views sehr, sehr eingebrochen ist. Deswegen, ne, schönen guten Tag. Jetzt haben wir den ersten Gast hier natürlich auch, beziehungsweise ja, Zuseher, Zuschauer. Dann kann ich das gerade ja nochmal sagen. Also die gestrigen Zahlen sind sehr im Keller. Da haben sich wahrscheinlich irgendwelche Meldefüchse, wurde da irgendwie gemeldet oder vielleicht gab es da Anrufe bei YouTube Deutschland von gewissen Leuten, die mit der Wahrheit nicht klarkommen. Und ja, das ist halt so. Ich kann euch gerne, also wie im Großen, so im Kleinen, ist halt, ne, in den USA ist es jetzt gerade die im wahrsten Sinne die Hölle los. Die wirklichen Künstler, die seit Jahrzehnten schon sagen, hey, hier stimmt was nicht. Das sind alles Aufbinder, Heuchler und Leute, die Menschen verpesten, die da in der Öffentlichkeit stehen, käuflich durch irgendwelche Wirtschaftshaie und großen Konzerne gekauft, die da ekelerregendste Sachen tun. Die sind jetzt an der Reihe und leisten Großes. Ja. Leisten sehr, sehr Großes. Da kann ich euch gerne, wenn, also das sind halt Sachen auf Englisch, da musst du gut Englisch können und ein bisschen auch durchschauen und so. Da gibt es sehr, sehr viele Leute, die jetzt tatsächlich rund um die Puff Daddy-Sache, P. Diddy-Sache, da jetzt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Also in den USA, ich sag's immer wieder, dass die Popmusik und das Popgeschäft weltweit kommt aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt nicht, dass es nicht in anderen Ländern fantastische Popmusik gibt, aber es. Die Elite sozusagen trifft sich halt dort, ne, in Hollywood beziehungsweise rund um Hollywood und diese großen Konzerne halt. Und da ist halt Deutschland, hat keine Routine. Es fängt jetzt erst an mit einem Umschwung und dass Leute verstehen, hey, überhaupt verstehen, was hier passiert ist die letzten 20 Jahre. Ne? Und das sind halt Sachen, die ich sage. Und das ist halt so, wenn ich sage, ne, ich bin Zeitreisender, dann ist dem halt so, weil ich immer schon vor meiner Zeit war und in der Zukunft agiere, die ich aus der Vergangenheit schöpfe. Natürlich ist das jetzt auch sehr, sehr wichtig und auch im Jetzt zu leben. Jedoch ist es so, dass das Wichtigste die Wahrheit ist. Und die ist nicht subjektiv, sondern die ist das, was uns Menschen zu dem macht, was man einen Menschen nennt. Ne? Und da geht es nicht um Leute runterzumachen, sondern tatsächlich die Wahrheit zu sagen. Und dann ist es auch egal, wie sehr es da Gegenwehr gibt. Oder ob es Bock macht, die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit ist immer der richtige Weg. Und dem ist halt so, ne? Genau.
Und es, ihr wisst, also man, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ne, als die Jugend heute, ne, die wirklich, ne, die Allerkleinsten, die Babys, die sind anders drauf. Ne. Es gibt immer coole Leute, aber die Babys sind immer diese Generation, die jetzt wirklich 2, 3 und so sind, die sind ganz anders. Nochmal ganz anders. Die sind echt cool drauf. Und so, ich könnte immer reinschreiben, eine Generation ist was. 30 Jahre oder 20 Jahre heißt es so. Ne? Aber es ist halt schon so, dass sehr viele, ja, dass schon sehr viele Leute nachkommen. Und sich Leute dann irgendwann safe-mäßig in der Industrie halt, ne, was aufbauen und dann sich festsetzen und dann auch feste Strukturen haben und feste Gepflogenheiten, die ihnen ihre vermeintlichen Vorgänger oder die Leute, die sie da, wo sie gerne sein würden, schlussendlich dann vorgeben, um diese Norm halt zu leben. So, das heißt, du wirst dann safe und machst einen auf toxisch positiv und so, oh, ist alles so schön und so, wie ja, wir und Musik und so. Aber es geht gar nicht um Musik. Gerade bei denen. Ja, habe ich mitbekommen. Also man kriegt das ja alles eh mit. Und so ist es halt, ne? Also wir haben hier auf jeden Fall einen Schattenbahn reingeblättert bekommen. Aber das ist normal, ne? Die Wahrheit wird immer schon klein gehalten. Warum sollte es jetzt anders sein? Die Sache ist nur, die Wahrheit ist nicht klein zu halten. Der Unterschied zwischen Glauben und Wissen ist, dass Glauben nichts verändert. Wissen schon. Ja, und das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Ne? Und der Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen, bestehend auf Wissen, ist, Glauben verändert gar nichts, weil du nicht weißt, was es ist. Vertrauen und Wissen ist, du weißt, und egal, was passiert, weißt du. Dass alles gut ist. Ne, und das sind halt die Sachen. Und du weißt auch, egal ob es gut oder schlecht ist, du machst es trotzdem. Egal, was es bedeutet, du machst es trotzdem. Das ist Vertrauen und Wissen. Das ist der große Unterschied. Elf Uhr elf, ja, Engelszeit, sehr schön, dass dir das aufgefallen ist. Ja, das ist die Sache. Und ist natürlich auch die Sprache. Ne? Wir leben hier im Schlaraffenland. Und selbst die Leute, die hier wohnen, wollen das eben nicht so annehmen, weil tief gestapelt wird. Auf der einen Seite ist
jetzt der Konsum komplett angekommen. Auf der anderen Seite will man immer noch tief stapeln. Und das passt hinten und vorne nicht. Und es ist halt sehr, sehr mühselig für einen gewissen Geist, ne? Gerade in der Sprache, deutsche Sprache. Nicht nur schwere Sprache, aber auch, ich sage immer, ein Computer, seelenlos. Ich verleihe der Sprache Seele. Aber die Seele, die Sprache an sich und Geist, weil ich die Sprache verstehe. Aber die Sprache an sich ist seelenlos und geistlos, weil du nie ankommst. Du kannst alles bis zum Sankt Nimmerleinstag und bis in die tiefsten, tiefsten philosophieren und tatsächlich auch definieren. Das heißt, du kommst nie an. Diese Freiheit hast du. Diese Realität hast du mit zum Beispiel anderen Sprachen, jetzt, also nur, sagen wir jetzt mal einfach Englisch, hast du nicht. Die ist eine sehr lebensbejahende Sprache. Auf der anderen Seite, Englisch an sich, das sind Zaubersprüche. Ne, da geht es um. Deswegen heißt auch Schreiben auf Englisch Spell. Und Spell ist gleichzeitig der Zauberspruch. Und so Sachen. Ne? Also das ist sehr, sehr interessant. Also kann man sich mit Gedanken machen. Und die Sache ist ja, Englisch ist ja nichts anderes als Angelsächsisch. Ne? Also das ist eigentlich das. Du musst dir vorstellen, Amerika ist der Himmel und Deutschland ist die Hölle. Das habt ihr hier zum ersten Mal gehört. Oder sagen wir Europa. Ne? Und in der Hölle geht es Leuten gut, wenn man sich das überlegt. Ne? Da fließt Milch und Honig. Und genau, also wir haben definitiv haben wir hier so einen Schattenband drin. Wir werden, also ich lasse das jetzt erstmal so ein bisschen wachsen alles. Ne? Gucken wir einfach mal. Was gibt es sonst noch Neues? So viel. So viel. Der Schattenband kann daran liegen, dass man andauernd Leute melden muss. Ja, ich gehe davon aus, also ach, ja, es ist halt heftige Realität, die ich hier spitte, ne? Das ist richtiger Meister der Zeremonie-Shit, so weißt du, und es ist halt sehr flächendeckend und es ist halt diese Deutschrap-Sprache halt, ne? Es ist halt so schon, ne? Ich gebe extra ein, das ist nichts, also ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch ist, könnt ihr gerne mir mal Feedback geben, ob es so ist, dass ihr euch den Stream gar nicht anschauen könnt, ohne irgendwie das mit eurer E-Mail-Adresse zu bestätigen, weil ich ganz klar eingebe, dass es nicht für Kinder ist hier. Ne? Und das kann natürlich auch ein Grund dafür sein, dass jetzt, ne, wo der Algorithmus oder vielleicht YouTube dann auch gemerkt hat, okay, das dreht sich, das geht jetzt alles in, ne, also das, wir kommen jetzt auf die so langsam auf die 500.000 Views hin.
so dass dann, ne, dass sie dann schon ein bisschen, man weiß es nicht, ne, man weiß es nicht. Soweit ich weiß, ist Lior Cohen der Chef von YouTube. Oder auf jeden Fall sehr weit oben. Lior Cohen ist. Kann ich euch gerne mal. Kann ich euch. Lass uns den gerne mal einfach. Ja, hier Lior Cohen. Musikproduzent. Ja. Lior Cohen wurde am 3. Oktober 1959 in Amerika geboren. Ist ein amerikanischer exekutiver Entrepreneur. Ist tief involviert in die Hip-Hop-Industrie der Record-Labels, also der Plattenindustrie, der Plattenlabels, der, ja, der Großkonzerne. Mehr als 30 Jahre jetzt. Hat angefangen, Rapper zu managen. Und daraus wurde dann das Label Def Jam. Ne? Wurde in Manhattan, New York geboren. Genau. Und Def Jam ist halt ein sagenumwobenes Label. Was Hip-Hop angeht. Ne? Eine Zeit lang hat, ich bin mir nicht sicher, ob Sido das immer noch macht oder ob die. Also es gab eine Zeit lang, da war Virgin hier in Deutschland, das ist aber dann auch irgendwie ein Kumpel von, also Bekannte von mir und ja, Freund von mir, die haben den Laden geschmissen. Es kann sein, dass die da immer noch involviert sind. Aber Def Jam wurde des Öfteren wieder, also einmal war es Def Jam Berlin, da gab es rund um Harris und Dean. Ich meine, die waren bei Def Jam. Gab es einen Manager, der so sehr viele deutsche Hip-Hopper damals unter Vertrag genommen hat, der unter anderem, ja, so Produzenten wie die Beethovens und auch mit Sido im Hintergrund und so gemacht hat. Könnte gerne mal seinen Namen hier reinschreiben. Dann war das kurz wieder weg hier und dann vor Jahren hat irgendwie Sido versucht, das irgendwie mit DJ Desu irgendwie zu machen. Und was da jetzt los ist, wir können mal schauen. Die haben da ja groß drauf gebaut, aber das ist irgendwie dann verschütt gegangen. Es kann sein, dass Def Jam jetzt eigentlich eine Division von YouTube ist. Genau, hier steht Def Jam Germany. Das erste Signing durch Sido wurde im Juni 2020 nach der Wiederbelebung der Rapper Bozza. Ja. Die sind ja wohl auch nicht mehr irgendwie down. Oder da gab es irgendwie. Ja. Ja, und so ist das halt eben, ne? So ist das halt eben.
Ja, es ist sehr, also es ist definitiv sehr still. Das Sommerloch im Frühling hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist natürlich auch sehr viel jetzt mit Universal los, dadurch, dass die da einen Riesenstreit haben mit TikTok. Sitzen da jetzt auch, und natürlich in den USA, da sind jetzt boah, Tausende von Leute bei Universal haben ihren Job verloren. Das geht alles in den Bach runter, da geht ganz viel in den Bach runter. Und wir Künstler haben keinen Bock mehr. Also wir haben keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Und wir machen halt, wir müssen ja auch nicht machen, aber es ist so, ne, die Fans oder Leute denken sich so, hey, ja, ey, komm, mach doch Mucke einfach und dann ist gut. Aber so funktioniert es halt nicht, ne? Da wurde sehr, sehr viel, viele, ja, jetzt mehrere Jahrzehnte gegengearbeitet und Leute wurden unterstützt, von denen wir alle nicht wussten, dass sie die Kunst verkaufen würden und ihnen dann schlussendlich nur um ihren Mehrwert gehen würde und nicht um tatsächlich irgendwie Sachen zu machen, die zukünftig noch einen Mehrwert hätten. Ne? Und es ist natürlich immer auch noch so, dass dann Leute sagen, hey, ja, komm, ey, du bist doch nur wütend und verbittert, weil es nicht läuft und so. Nee, es ist tatsächlich anders. Es ist ganz, ganz anders. Die Sache ist, seit den ersten Lockdowns von vor 4 Jahren und nachdem der Echo sich verabschiedet hat oder verabschiedet wurde und sagen wir mal die deutsche Unterhaltungsindustrie, was Musik angeht, so ein bisschen in den Bunker gegangen ist und sich jetzt, ne, im Radiobunker befindet. Also ich meine, Radio ist halt nochmal ein ganz anderer Topf sozusagen, ne? Das ist halt so, dass da im Radio, wenn du da läufst, das ist eine feste Geldeinnahme. Das heißt, wenn du in gewissen Playlisten drin bist, die haben auch nur so und so viele Slots. Und dann nehmen sie noch ein paar neue Sachen dazu. Dann wissen, ne, die nehmen Sachen dazu, wo dieselben Songwriter drin sind. Du hast Playlisten, ne, so sagen wir die Rewe-Playlist und sowas ist da wichtig. Ne? Fernsehen und Hausfrauenmusik, ne? Für junge Mütter, die zu Hause kochen dann für die Kids, ne, gibt es da diese Musik, so Mark Förster und sowas, ne, und Andreas Burani, so diese ganzen zahmen Adel Tawil und sowas, diese, ne, so Sarah Connor, und das ist nicht wertend gesagt, aber es ist halt schon so, ne, also da hast du gewisse Produzenten, die einen gewissen Sound produzieren, sag mal, der ein Business-Standard ist, der so daher plätschert halt. Das ist irgendwie ein bisschen was von hier, ein bisschen was von da. Vorher war es sehr viel Rock und Gitarren und Four to the Floor. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Und jetzt wird es halt hip-hoppig, ne? Jetzt wird so ein Mark Forster, der tatsächlich aus dem, oder Förster, ne? Eigentlich ein Rapper war. Wurde zu einem Popstar, so, ne, der beliebte Schwiegersohn, ne, der jetzt natürlich ne, nach 5 bis 8 Jahren, vielleicht sogar 10 Jahren, erste Riege, jetzt das Geld verdient hat, sozusagen, hey, ich leiste es mir, das zu machen, was cool ist halt. Und das ist halt Trap so. Ne? Und da wird dann auch nochmal rausge. Die Falle halt, da wird dann nochmal auch rausgezogen. So, ne? Und dann macht das natürlich auch Sinn. Ne? Also ich meine, wenn du es aus einer BWL, aus einer Werbeagentur-Sicht siehst, dann für die macht das Sinn. Für die macht das Sinn. Hey, wir haben, ne, das ist Deutschland.
Deutsche können sich mit dem und dem besser identifizieren und dann sind halt Leute, die irgendwie anders aussehen, egal wie sich das jetzt anhört, prozentual nichts wirklich, mit was man sich identifizieren kann. Ne? Da geht es nicht um Mucke, so dass, und die ganze Welt hört Michael Jackson. Und weil das irgendwie damals so war in den USA und USA jetzt, sagen wir, 100 Jahre voraus ist in Sachen Popmusik und populärem allem, nach den 20ern, wo dann, ne, goldene 20er, aber ging ja im Kaiserreich ging ja einiges hier. So, ne? Aber das ist alles über den Teich gewandert. Oder über den Teich gewandert. Und dementsprechend ist man hier in so einer Wüste. Eine Wüste von nichts, die irgendwie alles kopiert. Eher schlecht als recht, seelenlos, Konserven kreiert für Leute, die auch seelenlos sind, die irgendwelche Sachen machen, aber ja, ohne Geist. So, ne? Und dann hast du halt eine Jugend, die auf Lügen sozialisiert, jetzt versuchen, in einem Konsumwahn ihre Identität zu finden. Ohne Vorbilder, ohne Geist. Geist, der ihn förmlich abtrainiert wurde, durch fehlende wirkliche Identität. Das Einzige, was jungen Leute heute in der Identität gibt, ist Kriminalität. Ne? Und wie hart kannst du sein? Ne, weil die Straße ist ja hart. Hip-Hop gibt dir vor, hart zu sein. Aber auf der anderen Seite ist es okay, ja, man tanzt zu Hip-Hop und das ist so der Kommunentalk. So, ne, da fühlt man sich als junger Erwachsener oder auch als Kiddie wohl. Aber auf der anderen Seite ist es dann, wenn dann Party gemacht wird, dann wird ganz klar zu EDM getanzt. Ne? Dann wird zu Techno und Schlager getanzt. Das ist halt ein sehr krasser Bruch, wo man auch gebrochen wird, ne? Wo es auch dann ambivalent wird und auch auf eine gewisse Weise schizophren. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen extrem oder hart ausgedrückt. Auf der anderen Seite, schizophren meine ich mit so, ne? Du, auf der einen Seite, es hat ja auch was mit dem Geschmack zu tun. Das ist genauso wie Kokser was gegen Kiffer haben, weil Kiffen in der Realität, in der wir leben, in diesem sozialen Gefilden mit Rumhängen, nicht produktiv sein und rumranzen und Arbeitslosen, Einstiegsdroge für Drogensüchtige gilt, die ihr Leben wegwerfen und Koks halt, ne, Kokain mit einflussreich sein, im Leben stehen, für Arbeit stehen, für Konzentration, für High Society, für im Leben stehen, ne? Und dann streiten sich diese zwei. Auf der anderen Seite ist es aber so, ne, jeder Kokser braucht dann irgendwie, oder viele Kokser nehmen es da nicht so eng mit den Abstufungen, die sie machen halt. Ne? Also ich meine, Koks musst du dir auch leisten können. So, ne? Das ist bei Gras was anderes. Und da gibt es ja diesen Streit zwischen Koks und Koksern und Kiffern. Und die Kokser sagen immer, yo, denn die Kokser können keine Psychosen bekommen. Meinen die, weil Kiffer die krassesten Psychosen bekommen. So, ne? Und dann wird da so, ja, nee, als, ne? Dann sagen die Kokser immer, ja, nee, Kiffen ist so, das geht nicht und das ist schlecht, weil da kriegst du eine Psychose von. Aber dass sich Kokser keine Gedanken darüber machen, dass sie auch
heftigste Psychosen bekommen können. Nur, dass ich, dass, und diese Psychosen nochmal ganz anders aussehen. Ne? Und dann kommt halt noch dazu, ne, du hast, sagen wir mal, die Extreme, Kiffen und Koks. Und dann hast du jetzt Designerdrogen dazwischen. Ne? Weil die meisten Leute, also ne, die meisten Leute, ne, also dieses. Ich springe kurz und ich sage es einfacher. Im Dritten Reich waren 95% der deutschen Bevölkerung auf Perventin, das heißt Crystal Meth. 95% Deutschlands war auf Crystal Meth. Das war überall drin. Das war also Standard. Und so ähnlich ist es jetzt auch, nur dass es ganz viele verschiedene Drogen sind. Das heißt, wenn du sagst, ich war feiern am Wochenende, weißt du, dass nicht nur Alkohol geflossen ist, sondern dass gekokst wurde. Das gehört zum guten Ton. Ne? In Deutschland. Seit eh und je. Und die Leute, die es sich nicht mehr leisten können, weil es halt super teuer ist und auch die Beschaffungskriminalität oder ne, also die Kriminalität dahinter steht, die Leute, die sich das nicht leisten können, sagen irgendwann so, oh nee, Koks und sowas ist nicht so. Die nehmen dann irgendwelche Abstufungen. Das heißt PEP, ne? Und andere Sachen. Ne? Dann Ketamin und was nicht. Also es gibt ja die kranksten Sachen jetzt so, ne? Jetzt durch Puff Daddy kommt jetzt flüssiges Kokain raus. Das nehmen wohl die ganz, ganz, ganz Reichen. Flüssig Kokain. Tunchi nennt sich das. Ne? Dann kommt auf einmal so Young Tunchi, weißt du, die wird dann ganz anders, einem ganz anders bewusst. Ne? Little Wayne, der sich Tunchi nennt. So, ne? Ob das was miteinander zu tun hat, wer weiß. Und dann hast du halt Künstler wie die für die Unis, für die Studenten, wie Haftbefehl. Ne? Das ist so. Du hast so Moneyboy und Haftbefehl sind für Studierende, Jurastudenten und Studierende in den Studienstädten Deutschlands total wichtig. Ne? Ich weiß nicht, manchmal mit Hafti im Kontakt. Ich habe ihm ja den Floh ins Ohr gesetzt, beziehungsweise ich habe ihn ja gemanagt, sozusagen, jetzt nicht gemanagt, so wie ihr das versteht, aber ich habe seinen Bruder irgendwann kennengelernt und dann habe ich ihm den Kontakt nach, also ich habe ihn und Shindy zusammengebracht, also Kappe und Shindy. Ich wollte eigentlich, dass Hafti noch auf, das war vor dem großen Deal bei Universal, dass Hafti auf das 23-Album draufkommt. Und Sido wär dabei gewesen und Bushido hat irgendwie keine Meinung dazu gehabt, aber es wurde auf jeden Fall dann weitergegeben und dann war es irgendwie so, dass beide Künstler gewollt hätten, aber dann Arafat irgendwie damit ein Problem hatte. Weil es da gewisse Strukturen gibt, ne? Auch sagen wir mal, von den Strukturen dahinter. Das heißt, okay, du hast hier ne, Sido und Bushido. Und wenn du jetzt so einen Haftbefehl mit reingebracht hättest, hätte es in der Hierarchie Probleme gegeben. Es wäre, ne, man wusste von Haftbefehl schon. Jones, man hatte ihn ja groß gemacht. Definitiv in Frankfurt erstmal. Ne, mit im Zusammenhang mit Thug Life, der Klamottenmarke und sowas. Aber durch die Auftritte bei hiphop.de, ist es hiphop.de, da wo der, nicht hiphop.de, da, wo Roos und Toxic Cargol. Ist es hiphop.de?
Depardieu meine ich. Da hat er ja ganz am Anfang Interviews geführt, auch in Nordrhein-Westfalen und sowas, wo er den Hitlergruß gemacht hat und sowas. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Die sind halt viral gegangen. Daraufhin sind dann die alten Hip-Hop-Manager oder Agnostiker und Marxisten zusammengekommen, Steiger und Falk Schacht, und haben ihn dann beworben, also Haftbefehl beworben, er ist der Nächste. So, ne? Und dann ging das so los. Und ich weiß, ich saß mit Hafti da irgendwo in Frankfurt. Und er hat gemeint so, yo, ey, und so, erzähl mal. Und ich hab dann gefragt, so, ey, was kann ich denn verlangen für einen Vorschuss? Und ich habe gleich gesagt, ey, nimm alles mit, so, das und das sind die Zahlen. Das würde ich dir raten, so. Weil er wusste ja nicht Bescheid, so. Und so sind dann auch die Features entstanden auf meinem Album und so. Und wir waren dann im regen Kontakt, so. Ich halte nicht viel, also ich halte nichts von ihm, weil er ein Lügner ist und definitiv auch mich beklaut hat. Auf vielen Ebenen. Aber das wird wahrscheinlich auch daran liegen, an seinem Lebensstil. Ne? Das liegt an seinem Lebensstil und das vielleicht auf eine gewisse Weise auch an der Sozialisation. So, ne? Aber es gibt halt viele Sachen, die ihr halt nicht wisst. So, ne? Und dann finde ich es immer sehr, sehr interessant, wie sich die Spreu vom Weizen trennt, wenn ihr hier reinkommt und vermeintlich meint, was zu wissen. Und gerade die, die am meisten wissen, sind die sich eigentlich am schlimmsten in die Scheiße setzen und sich am lächerlichsten machen, weil ihr tatsächlich Leute seid aus der Industrie. Es gibt Leute, die das sich hier anschauen. Also Industrie, ihr seid deren Manager, ihr seid die. So, ne? Und oder gehört zu diesen Netzwerken dazu. Ne? Mir hat kackenfrech irgendwann jemand gesagt, also yo, Leute wie du verschwinden eigentlich in gewissen Kreisen. Die werden einfach irgendwo gefunden, so, und die sind weg. Du kannst von Glück reden, dass du in der Öffentlichkeit bist, dass du nicht schon verschwunden bist. Ich fand das kackenfrech und ich habe auch dieses Gespräch noch so. Es ist halt Maxi lächerlich. Und das sind halt diese unterschwelligen Drohungen, die dann irgendwann dazukommen, wenn man auf Linie gebracht werden soll. So, ne? Und das geht mit mir halt nicht. Und weil viele Leute auf Zeit spielen und im Jetzt leben und aber ganz klare spießige Konzepte vom Leben haben, wo sie sagen, okay, bis da und da, wenn ich es bis da und da nicht geschafft habe, gebe ich den Traum auf und reihe mich ein in die Normalität der Strukturen so und gib das dann weiter an meine Kinder oder sowas und nehme mich zurück. Sehe ein, ich habe es nicht geschafft. Der Traum ist vorbei. Ich bin jetzt ein alter Mann mit 40 oder so. Ne? Alles Kappes ist natürlich. Aber das sind so Leute, die halt in diesen Normen, Konzepten leben, die nichts mit der Realität zu tun haben von Künstlern und von Leuten, wie ich, diese Industrie aufgebaut haben. Ne, weil ohne uns Künstler geht gar nichts. Wir sind der Muskel und wir haben diese Matrix freigeschossen für Deutschland. Xavier und ich haben das getan. Wir haben die Wirtschaft. Wir sind das Wirtschaftswunder Deutschlands. Ob ihr das wollt oder nicht, das ist so.
Das heißt, ich schmälere jetzt nicht irgendwie außerordentliche Mitglieder wie Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, alle Leute, mit denen wir gespielt haben. Und wie sie alle heißen. Ne? Mache ich nicht schmal oder sage, das ist nicht, wäre nicht wichtig. Um Gottes Willen. Die Sache ist, wir haben Deutschland verändert für das neue Gesicht Deutschlands. Ne? Wir haben das für Deutschland getan. Ich kann nur von mir reden, aber ne, also das ist das. Wir haben das für Deutschland getan, ohne einen Anspruch auf Farbe oder Nationalität. Es ging um Musik. Natürlich sind da viele Leute zusammengekommen und verschiedene Richtlinien oder verschiedene Köpfe, die zusammengekommen sind. Da gab es eine wirtschaftliche Ansicht von den Labels und den Beziehungen, die das Label geführt hat, die natürlich dann mit reingearbeitet haben, aber künstlerisch. Und natürlich wir als Künstler waren selbst inspiriert und haben in dieser Welt, in diesem Brachland versucht, irgendwo, ne, zu funktionieren. Ich kann ja jetzt nicht für Xavier sprechen, will ich auch nicht. Ne, ihr kennt auch viele seiner Storys. Das ist ja kein Geheimnis. Also jetzt gar nicht jetzt die letzten Jahre während des Lockdowns und so, sondern generell so. Ne? Aber schlussendlich, das Nonplusultra sind wir. Und wir haben für Deutsche und vermeintliche Ausländer hier in Deutschland den Nährboden gelegt, dass sie überhaupt Hunderttausende von Leuten bespielen können, wissen, was Black Music ist, wie man die auf Deutsch umsetzt. Ne? Weil vor uns gab es das nicht. Vor uns gab es diese Stimmgewalt und dieses Talent gab es nicht. Nochmal, ich schmälere da niemand, aber wir haben denen beigebracht, wir haben Deutschland beigebracht, wie man Deutsch gut klingen lässt. Ne? Und bei uns vor der Bühne standen linke, rechte, schwarze, weiße, Nahosten, Asiaten, egal. Und alle haben zusammen irgendwie was gemacht, also haben die Musik gefeiert. Ne? Und es waren keine Kinder wie heute. Es waren auch junge Leute da, wenn es mittags mal ein Festival war. Und vereinzelt haben auch Leute ihre Kinder mitgebracht, die dann, wenn es hell war, irgendwie, wenn die schon so weit waren, dass sie haben, junge Mutter, junge Vater hat, ne, die hören dann die Musik und sind große Fans und dann kriegt das Kind es halt mit und hört es dann auch und will unbedingt mit und sowas. Aber das, was es jetzt heute ist, das war es halt nicht. Und es geht nicht um besser und schlechter, es geht darum, was daraus geworden ist. Ne? Gestern hab ich mich mit Ilmen unterhalten von TikTok, der sehr viral gerade geht aufgrund seines Contents. Und der hat mir wieder bestätigt, dass er auch so jemand ist, der, also, ne, also es gibt Leute, die nicht auf Texte hören. Bei mir ist es so, ich höre nicht auf Texte. Also, jetzt tue ich das eher, aber für mich ist die Klangwelt, das Musikalische immer ausschlaggebender als das, was gesagt wird. Das heißt, gerade bei Hip-Hop, wenn du dann irgendwie einen Beat hast, der dich mitnimmt und eine Phonetik von wie jetzt ein Sprechgesang gesetzt ist und sowas, ist und so nicht verständlich ist und damals und so die Produktion nicht per se schlechter waren, aber einfach es sehr viel roher war. Und nochmal die Anfänge des halt einfach waren. So, ne? Wenn du jetzt, habe ich jetzt ein Beispiel, zum Beispiel Azad, der in etlichen Interviews gesagt hat, ich kann die alten, also ich finde die alten Sachen von mir
da habe ich ganz schlecht gerappt. Ne? Ich fand das immer nicht gut, dass er das gemacht hat, aber das ist seine Meinung so. Das ist ihm dann so ein bisschen auch zum Verhängnis geworden, weil es halt super ehrlich ist auf der einen, anderen Seite. Ne? Die Ehrlichkeit, die Frankfurt hat, die haben halt dann andere, jetzt, ne? Also jetzt im Zusammenhang, das ist jetzt ein Städteding draus, also hat, die Ehrlichkeit hat dann Berlin nicht. Ne? Ne? Weil Berlin es ja von Frankfurt gelernt hat. So, was auch die Berliner Kunst nicht schmälert. Aber heutzutage hast du ist Frankfurt und Berlin so in den Hintergrund getreten, beziehungsweise weil das einfach, ne, jetzt hast du NRW, es kommen halt andere Sachen dazu. So. Und dann kommen die Kiddies dazu oder Jugendliche, die durch diesen Konsum ganz anders ticken. Das heißt, die konsumieren die Mucke nicht so, wie wir das damals getan haben, weil du hast ein weites Spektrum von Sachen, die energetisch gar nicht mehr wichtig sind. Also irgendwie alles, es ist alles Techno. So, ne? Trap ist ja nichts anderes als Techno. Es ist, ja, die Falle ist Techno. Ne? Techno und House, das ist Trap mit noch einem. Mit noch ein bisschen. Und das ist auch cool. Ne? Wie man, also man kann sich die Frage stellen, okay, wie funktioniert das von der Frequenz? Was macht diese Frequenz? Ne? Und da gibt es Leute, die sich darüber Gedanken machen. So, ne? Ja, also Leute wollen das, also Verlage, ne? Es gibt Leute, also diese Industrie, das Musikgeschäft ist, das sind nur ein paar Leute. Das sind, wenn es hochkommt, die Leute, die wirklich was zu sagen haben, das sind vielleicht maximal 30 Leute. Seit mehr als 20 Jahren. Die wirklich, wirklich was zu sagen haben. Und also die wirklich was zu sagen haben, sind vielleicht sogar runtergebrochen. Also deren Sprachrohre bei den Labels, die vielleicht so also ein bisschen Öffentlichkeit genießen, sind so, die bewusst auch Öffentlichkeit genießen, das sind vielleicht eine Handvoll. Ne? Und der Rest sind Azubis und Dummschwätzer halt. Ne? Azubis und Dummschwätzer. Ja. Es ist sehr, sehr interessant, wie, also, ne, es heißt ja jetzt, seit neuestem heißt es ja, durch die ganzen Dienstleister wie Roos P und Sina P nicht, aber Roos P ist ja sehr, sehr wichtig da für viele Leute, gerade für die elitären, jungen, lesenden, Literaren und nicht zugeben, nicht, sich nicht bekennenden Dope Fiends. Schlaubergern halt, ne? Dass die, ne? Es wird so breit getreten. Schau nicht im Außen, im Innen ist der Feind, ne? Also deine größten Feinde sind die Leute, die du am längsten kennst und so. Also diese ganzen Plattitüden, es basiert alles auf Plattitüden, es basiert alles auf irgendwelchen Büchern aus irgendwelchen komischen Kreisen und dann will man schlau wirken und sowas und weil man weiß, wenn Haftbefehl von gewissen Leuten aus dem Feuilleton gefeiert wird, ne,
Und wenn jetzt selbsternannte Wagners und ehemalige Graffiti-Artists, die heute Geschmackmacher oder Vertreter für Puma, Adidas, Pergo oder wer auch immer sind, die dann jetzt sagen, süffisant daher sagen, so, oh ja, diese neuen Wagners, das ist irgendwann was so ein Thema, so, ja, Deutschrapper sind jetzt die neuen Poeten und ne, dieses Kanakisch ist jetzt, oh, ist total so, das ist überall und hat also übernommen, so, ne, dieses Generation Kenneck, so, damals rund um diesen Filmflop da mit Manuelsen und so und mit Haftbefehl, auch Thug Life immer wieder im Hintergrund. Ne? Dann ist immer wieder so eine gewisse ganz normale Connection in den Morast, in den Sumpf in USA, wo dann immer noch ne, so Kontakte gemacht werden und gewisse Leute in USA sich schmuddeligerweise dann doch mit dem Geschehen hier über das Geschehen hier informieren. Und dann hast du halt so Leute, die dann zum Beispiel wie jetzt, ne, Sido und die ganzen Deutschrapper halt, ne, Savage und Co., auch Sammy, die sich dann irgendwann über eine Person die ganzen Features geholt haben. Dieser Ramus zum Beispiel, ne? Auch K1 und Bushido. Es gibt dann so eine Person, die hat den aus Brooklyn. Afroamerikaner, der so der Vertreter ist, also der die ne, der Leute dann wie Little Wayne oder sowas dann für, ich meine, der hat ein Bushido-Feature gehabt oder mit K1 oder irgendwas, der dann für viel Geld für die Industrie die Features reinholt. Und also denkt man nicht, dass die Amerikaner nicht wissen, dass Deutschland der größte oder dass die Welt nicht weiß, dass Deutschland der größte Absatzmarkt ist, weil die Deutschen konsumieren halt. Deutschland ist bekannt dafür zu konsumieren. Alles. Ne, alles, was mit Wissenswertem oder mit Kultur zu tun hat und ne, also man will das wissen. Man möchte diese Identität saugen. Ne, damit man das in seinen Gedanken mit reinbauen kann und das emulieren kann. Um noch mehr zu wissen, zu sagen, noch mehr zu sagen, so wir sind hier, ne, also die Sprache verleiht mir dieses die Macht über andere Leute oder über andere Länder zu urteilen. Komplett verkommen und vermessen. Aber das gibt es halt. Ne? Dementsprechend hochnäsig und vermessen ist die deutsche Unterhaltungsindustrie. Die Leute, die sich als elitäre Akademiker und so verschreien. Ne? Die wissen ja alles, die wissen ja alles besser aufgrund ihrer Geschichten und der Kultur und sind überall belesen und ne, Kunst und Klassik lebt in ihnen, wohnt in ihnen, der Wagner, der Goethe, ne, aber auch die Beatles und die Alt-68er und so hat sich das politisch affin und so, ne? Ja. Alle Sachen, über die wir uns keine Gedanken machen als deutsche Kiddies, ne, hier deutsch geborene Kiddies, als Deutsche, die aber die Black Music in sich haben und die die Facette Deutschlands und diese Realität Deutschlands erlebt haben, die Anfänge halt erlebt haben. Ne? Die in den 80ern ne, Kinder waren und so, oder Babys. Ne? Das ist halt sehr, sehr schnell gegangen. Ne? Seit 2000 ist sehr, sehr schnell gegangen, weil einfach, ja, Wissensüberfluss, dann noch Internet, Piraterie. Ne? Jetzt kann sich jeder
umsonst irgendwas holen. Ne? Also geht das Geschäft fällt in sich zusammen. Schwarzgeld blubbert überall. Man weiß nicht mehr, wo es ist. Man versucht das jetzt, man versucht händeringend die Leute rauszufinden, wo geht das Geld hin? Ne? Wo wird das verdient? Wie kann, ne? Weil jetzt auch Otto Normalverbraucher sein Geld versteckt. Für den Geldadel ist das normal. Die müssen ja gar nicht arbeiten. Deren Zinsen, die leben von ihren Zinsen, die müssen gar nichts tun. Einfach, dass sie atmen, verdient ihnen Geld. Ja. Aber jetzt gibt es halt so kleinkriminelle Fürze, wie viele von euch, die hier Schlauberger auf Schlauberger machen, die dann mit irgendwelchen Leuten sympathisieren und dann, ne, ob das Rocker sind oder irgendwelche Kriminellen, so, ne, das schnelle Geld und ach komm, ist nicht so wichtig, Menschenleben ist nicht so wichtig, Hauptsache wir können uns da irgendwie die Taschen ein bisschen voll machen und währenddessen noch ein bisschen Spaß haben und so tun, als wären wir wer für die Leute, die uns da maximal ausnutzen. Denn der Vorgesetzte ist auch nur eine Lutschpuppe, also nur ein lächerlicher Latz, der Knicks macht vor den wirklichen Movern und Shakern, so, ne? Die dann auch gar nichts mit dieser ganzen Scheiße zu tun haben wollen und auch gar nicht haben. Die ganzen Altherren, die gar nicht so alt sind, von Frankfurt multikriminell, so, das sind alles Leute, die hassen auf eine gewisse Weise Deutschland und die würden hier Geld hier nicht ausgeben, die wollen hier nicht in Deutschland sein und die leben im Ausland und die Hälfte des Jahres oder mehr und belächeln das hier alles. Die sehen das hier zugrunde gehend. Aber auf der anderen Seite sagen sie, sie sind stabile Deutsche und tragen dieses Gut in die Welt raus. Das ist die Realität hinter diesem ganzen Kappes, Rocker, Mocker und Kriminell, Miminell und sowas, alles das, was so aufgebauscht wird, ist halt tatsächlich in der Realität eine ganz andere Sache. Und da gibt's vehemente Gegenwehr, ne? Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Und ihr würdet nicht glauben, was das für Luschen sind, die diese Gegenwehr hier an den Tag legt. Das sind maximale Flaschen. Das sind Flaschen. Und das sind auch Pussys im echten Leben. Das sind Pussys im echten Leben, die sind nur Mob stark. Das sind so Wald und Wiesen Vollidioten, die sich gerne ein Schädeltrauma einboxen lassen, so, ne? Die sich dann aber wundern, wenn im Nahkampf, ne? Und ich bin also pazifistisch eingestellt, ich habe da gar keinen Bock drauf, aber im Nahkampf dann halt einfach die denken, okay, ich habe einen Schwarzgurt und sonst was, aber ein Straßenkampf sieht anders aus. Ich will da gar nicht so reingehen, das ist alles scheiße. Aber das wird den Kiddies gepumpt. Und deswegen sind die Kiddies am Durchdrehen. Und die Kiddies machen es wirklich. Ne, wenn ich mit Leuten spreche, Leute, die ich kenne, die in Justizvollzugbeamte sind oder sowas, Vollzugsbeamte, die dann sagen, jo, die Erwachsenen sind eigentlich, wenn sie nicht in der Forensik sind, in Ordnung. Aber die Kinder, wir sehen, dass die Kinder sich, wenn die hierher kommen, in den Knast, ne, dass ich einen 20-Jährigen abhänge, weil der Scheiße gebaut hat und dann die Situation
im Kopf hat, okay, der ist jetzt erstmal 5 bis 8 Jahre drin oder eine lange Zeit, 3, 4 Jahre drin und das im Kopf nicht klar geht in seinem Kopf. Also hängt er sich in der Zelle auf und so ein Strafvollzugsbeamter, junger Mann, muss ihn dann abhängen und denkt sich, Scheiße, der Typ war erst 20. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, die jungen Leute, die wollen durch diese ganze Bestrahlung, und man kann es nicht verallgemeinern, aber die kriegen halt nur einen Klaps auf die Hand und dann gesagt, du bist ein Mann. Und weil du jetzt hier gesessen hast eine Zeit lang, können wir dich gebrauchen für die weiteren Operationen. Und dann kommt vielleicht einer durch und kann dann irgendwann mal zurückschauen und sagen, hey, ich war ein riesen Vollidiot, so, das war richtig scheiße, aber ich habe so die Kurve bekommen. Aber das ist nicht mehr die Realität. Die Realität ist jetzt, dass Jugendliche, egal ob das Deutsche dieses Deutsch und Ausländer ist eh Quatsch mit Soße, aber dass Jugendliche Leute sterben sehen wollen. Und dass es Leute da draußen gibt, und einen riesengroßen Markt dafür gibt, für das monetarisierte Grauen, welches man sehen möchte. Also Gesichter des Todes. Ne? Dinge, auf die Leute, ne? Der Krieg, auf den Leute hier aus dem Schlaraffenland, wo Milch und Honig fließt, Deutschland, die Spitze der Welt, das kann er zugeben, das reichste Land der Welt, wo niemand zugeben möchte, okay, außer die wissen, und die wollen es nicht zugeben. Ne? Wo es keinen Krieg gibt. Man wünscht sich hier Krieg. Man wünscht, also es ist teilweise, es liegt so in der Luft, man wünscht sich durch dieses ganze, durch diesen ganzen ekelhaften Morast, diese Habgier, dieser Getriebensein, nicht entschleunigen, sich in der Depression noch depressiver arbeiten, dieser vermeintliche so, Arbeit befreit mich, Bullshit, aber dann komplett im Super-GAU, im Burnout zu landen, hinten und vorne nicht mehr zu wissen und dann vielleicht ein Leben zu führen, aber generell halt einfach diese Schranken im Kopf. Und das ist ein sehr, sehr dystopisches Bild, klar. Ne, also das kann natürlich, wenn du das so hörst, wenn ich das immer von außen betrachte, weil ich höre mir ja zu, während ich spreche, und sage das ja bewusst, ist das vielleicht erstmal ein sehr dystopisches, dunkles Bild sozusagen. Grundsätzlich ist es aber gut, sich darüber bewusst zu sein und Gedanken machen zu können, dass es eine Entscheidung ist, die man trifft. Das ist halt nicht Mainstream, es ist Untergrund, ne? Ich bin also ich bin ein Daywalker. Also für mich gibt es da keine Grenzen. Ich bin der Untergrund und das Fundament, aber ich bin auch alles andere, was ich sein möchte. Das heißt, ich kann auch in einer anderen Galaxie chillen. Ne, jetzt vom Sinnbild. Also ich bin nicht an die Erde gebunden. Das ist aber eine Entscheidung, die man trifft. Und das ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung, die man trifft irgendwann, wenn man die Wirtschaft versteht. Und dann irgendwann fallen diese ganzen, dann fällt das, was Leute einem vormachen, wo die jetzt sagen, oh, der Film Matrix war eine Dokumentation, wo Leute jetzt erst drauf kommen, weil sie erst jetzt ihren Kopf verstehen. Das, was in anderen Ländern schon seit 100 Jahren passiert, das passiert jetzt mit dem deutschen Kopf. Ne, das ist das, was ich vor Jahren schon erklärt habe, wo dann die Weiß drüber geschrieben hat und wie hieß er denn? Jazzy Fizzle, Televisel, No Whistle, Graf Fizzle, dann ganze Cartoons über mich gemacht hat und mein Interview damals mit
mit der Backspin, wo ich einfach ganz selbstverständlich, ganz normal gesagt habe, geniemäßig Dinge ausgesprochen habe, die so viel Sinn gemacht haben, dass Leute daraus versucht haben, Meme zu machen, aber das Meme so gut wurde, dass es unsterblich wurde. Dass es einfach übergegangen ist, so, okay, wir müssen das jetzt irgendwie vermimen, aber es ist genial. So, also wenn du in der Weiß landest, für die Markus Steiger eine Zeit lang oder vielleicht auch immer noch schreibt und so, dann das ist schon für, das ist schon, also die Weiß ist Julian Assange des Feuilletons. Ne? Also Weiß Magazin und wer dahinter steht, das ist, da reden wir dann von John McAfee, ne? Dem Erfinder von Blockchain und somit eigentlich auch Bitcoin, aber eher Blockchain. Auf Blockchain basiert ja dann Bitcoin. Ne? Und Bitcoin ist ne, wie Blockchain das, ne, es hat vor Jahren hat es geheißen, hey, das ist die Zukunft und sowas. Es ist ja nur Spielgeld. Es ist ja genau das, was hier passiert. Es passiert alles, es basiert die Realität des Menschen 2024, und ich rede nicht von den Wissenden, aber von denen, die glauben, dass Klicks, die haben sich eingeredet, dass Klicks die Realität ist. Weil Klick ist nichts anderes als ein Bit. Ne? Und dieser Klick macht ein Bit und das ist gleichzeitig ein Coin. Das heißt, wenn du es likest, ist das Energie. Du hast Energie benutzt, um zu klicken. Das ist eine virtuelle Währung. Unter anderem. Die Realität ist aber auch, dass man das dann messen kann. Desto mehr Klicks, desto mehr Geld. Jetzt gehst du aber rein. Und dann kommen so Sachen wie Kai und Bitcoining und Clickcoining und Clickbaiting und Click Creating und Click Farming ist dann auf einmal okay, du kannst durch Computing und die richtigen Formeln Leuten vorgaukeln, dass sie größer sind, als sie tatsächlich sind. Das heißt, du kannst, ne, deswegen war irgendwann Kai so, oh, jetzt sind sogar Klicks weg, Klicks ist nichts mehr wert. Ja? Weil es gab irgendwann so eine Cap, es gab so eine Schwelle, wo es geheißen hat, okay, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es zu viele YouTube, und irgendwann ist irgendwo Schluss immer wieder so. Ne? Es gab dann die ersten YouTube-Millionäre, Ed Sheeran, heute ein Superstar. Der hat früher auf YouTube einfach Gitarrenvideos gemacht, war einfach nur ein rothaariger Junge mit Gitarrenvideos irgendwie und ist dann Multimillionär geworden durch YouTube. Das war der erste YouTube-Multimillionär der Geschichte der Menschheit, was YouTube angeht. Den Deckel darauf hat Psy gesetzt. Welcome Gundam-Style. Ne? Und das war dann eine Milliarde und dann haben die gesagt, okay, nee, ciao. Das hat aber alle angeteasert, weil sie diese zwei Extreme gekannt haben. Natürlich waren da noch Leute dazwischen, die dann gesagt haben, hey, die dieses YouTube-Ding dann angefangen haben. Und nicht allzu viel später kam dann aus USA das Reacting. Ne? Dass ich dann irgendwelche und heute Pording. Ne? Das Reaction Game. So, ne? Und daraus wurde dann das, was jetzt heute Content Creator sind. Leute, die tatsächlich einfach nur noch das Stehlen von Künstlern und wirklichen Konzept und Content Creatern.
ihr Eigentum, ihr geistiges und urheberrechtliches Eigentum stehlen, es auf ihre Seiten hochladen und somit einwirken, vermeintlich auch, auf die Wirtschaft. Sie zum Einbrechen bringen und aber gleichzeitig durch die Schattenwirtschaft, nenne ich sie einfach mal, taufe ich sie einfach, unterstützt werden, unterstützt wird. Das heißt, du hast überall Leute, die käuflich sind und überall sind Leute, die konsumieren. Überall sind Leute, die bereit sind, kriminelle Dinge zu tun und kriminell zu sein, koste es, was wolle. Ne? Also ein Pedoring ist nicht nur, ist nicht so, also ein Pedoring jetzt als Beispiel, ist nur so stark wie das schwächste Glied dieser Ringe, die einen Ring einen Ring bilden. Das heißt, für einen Ring brauchst du Lieder, die überall sind, um diesen Ring überhaupt zum Schwingen zu bringen. Ha? Das heißt, du musst die überall haben. Und ich weiß, und viele von euch wissen das auch, ihr wisst, also ich weiß das. Ich weiß. Und die Leute, und es wird immer klarer, wir wissen, wo die sitzen. Nur die dingfest zu machen und dann die Grauzone, ne, wo sich dann ne, durch ein Rechtssystem, das dann wie ein roter Faden durchzieht, dass alles käuflich ist und dass die sprechen oder darüber sprechen, wirtschaftlich in den Ruin getrieben werden können und dann, dass da kommt, was hier reingeschrieben wird. Dann ist es auf einmal so. Dann ist es so, dass die Leute, die hier schreiben, ihr seid Teil davon. Entweder ihr seid Bots, also eine Person, die Computing kann und ein Computerprogramm füttert und welches 10 bis 100, sogar mehr Comments rausbringen kann. Eine Person. Simultan schreibt irgendwo rein. Füttert ein Computerprogramm, welches einer Person ermöglicht, 100 Kommentare gleichzeitig zu schreiben, die alle den unbewussten Konsumenten beeinflussen mit Reputation. Okay? Junkie, Psychose. Tabletten, rassistische, homophobe. Ne? Das zeigt sich jetzt bei Twitch zum Beispiel auch. Ne? Oder überall hier. Sobald es läuft, weil es läuft für jeden. Aber sobald die Leute sich angegriffen fühlen und es läuft für jemanden, kommen die rein und sagen, nee, 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 entweder du kommst zu uns und du kommst bei uns knien oder wir schicken dir unsere Leute und wir doxen dich, das heißt, wir machen deine Adresse öffentlich, während du live bist und dann stehen unsere kleinen Kiddies vor der Tür, während sie sich selber filmen, ne, und machen Klingelstreich, dann schicken wir dir 1000 Pizzen. Und bestellen Sachen auf deinen Namen, die kommen dann zu dir, weil wir kennen deine Adresse. Wenn du nicht aufhörst und nicht sagst, nicht das machst und tust, was wir sagen, sagen wir einfach, du bist ein Massenmörder oder bist bereit, dich jetzt hier umzubringen, es riecht nach Gas, dann schreiben die eine Mail an einem Computerprogramm, welches einen Notruf auslöst. Das ist nicht mehr nachvollziehbar. Auf einmal steht hier das SEK vor der Tür oder die Polizei oder die Feuerwehr und das käufliche Grauen und die Fans davon freuen sich.
während sie essen, mampfen. Ne? Let's go in the window. Ne? Habt ihr euer Essen schon da? Ihr habt den ganzen Tag gearbeitet. Yeah, fucking right. Und jetzt will man Blut sehen. Ne? Ich mach das, mich interessiert das nicht, weil ich nicht in dieser Welt lebe und auch diese Welt nicht für voll nehme, die da versuchen zu sich zu konzipieren. Das ist kein Konzept, kein funktionierendes Konzept. Alles das, was im Dunkeln ist, kommt ans Licht. Das Licht kommt aus dem Dunkeln. So, und das verstehen diese Leute nicht. Die wollen das auch nicht verstehen. Es geht nicht darum, ne, ich habe vorhin mal irgendwann gesagt, so als Kind, war das nicht so wichtig, aber es wird jetzt wichtig. Und ich weiß nicht, ob ihr zu diesen Menschen gehört habt oder ob ihr wo man sagt, okay, ey, Frieden für die Welt, Liebe für die Welt. Ne? Liebe ist das Gute. Gut ist der Weg. Ne? Bis du dann irgendwann die rosarote Brille abgerissen bekommst oder merkst, hey, ne, diese kindliche, ich weiß nicht, ob ihr solche Kinder wart, die gesagt haben, hey, die Welt, warum kann ich nicht einfach gut sein? Ich möchte, dass die Welt gut ist, eine gute Welt. Dafür möchte ich sorgen, das möchte ich, ne? Warum können sich nicht alle Menschen gerne haben? Das ist das, was die Leute, die Blut inspiriert, ärgert. Die funktionieren nicht so. Deren Konzept ist das nicht. Und wenn du dann sagst, ne, und dann kommen so Realitäten auf, wo es heißt, ey, du kannst, ne, wenn du versuchst, alle Leute glücklich zu machen, dann verlierst du nur. Das ist eine psychologische Sache, aber und macht sich doch erstmal selber glücklich. Ne? Also diese Psychologie, und viele Leute wissen auch gar nicht, und wenn sie es wissen, ist es oft zu spät, dass Psychologie keinen guten Kern hat. Die systemische Psychologie, wo die Vorreiter, die Erfinder der systemischen Psychologie, die basiert nicht auf Sklaverei und auf Menschenhass. Denn da geht es um die ersten 5 Jahre unseres Lebens. Das erste Jahr im Bauch und die 4 Jahre danach. Das heißt Jahr 0 und die folgenden 4 Jahre. 5 Jahre, die man dann am Leben ist. Natürlich ist es jetzt so, da kommen die Schlauberger rein, man ist dann noch nicht, man hat noch kein Gehirn, das entwickelt sich erst. Aber dann erklär mal Mutter Erde. Erklär mal, wo sitzt denn das Gehirn des Baums, eines Baumes? Wo sitzt das Gehirn? Bestimmt, und das sind dann die Dinge, die ein BWLer nicht mehr erklären kann. Das ist dann, so ein BWLer würde Gott umbringen, wenn er könnte. Ne? Gott wäre schon längst tot, wenn man ihn umbringen könnte. Deswegen braucht Gott keine Bestätigung von euch. Das ist meine individuelle Anschauung und wie ich es äußere. Das musst du nicht so sehen. Die Sache ist nur, das sind Lappen. Die Leute, die hier reinschreiben, das sind Lappen. So, das sind Lappen. Das sind Standardlappen. Okay, das sind Lappen. Selbst wenn das irgendwelche Typen sind, die heftig sind, sind das Lappen. Oder meinen sie, wären heftig, sind das Lappen. Sind das Schlabberletze und sind das Quatscher und Schnacker. Okay? Die haben gar nichts drauf, außer Zahnbelag. Das sind Lutscher. Egal, wie die ankommen, sind das Lutscher. Und um das zu verstecken, suchen die sich einen Schwarm. Und dann werden die zu einem Schwarm. Das ist eine homogene Masse. Ne?
von Scheiße und von Lutschern, die meinen, wenn sie in der Masse sind und sich eine Maske anziehen und einen auf dem Boden haben und die dann wegmessern oder wegstechen, dass das irgendwelche heftigen Typen sind. Das sind Lutscher. Das sind Maxi-Lutscher. Die haben nichts zu sagen, die hatten nie was zu sagen und die werden nie was zu sagen haben. Und die haben auch keine Eier. Und die sind nur getriggert, die sind getriggert durch solche Sachen. Die wollen es dann wirklich wissen. Die sind dann so, okay. Da gibt es dann Leute, die dann durchknallen und sagen, okay, ich bin so wütend. Ne, da kommt das Standing her, dass sie irgendwann irgendwelche Leute dann wegmachen aus dem Nichts. Du wirst aber nie dadurch kein Lutscher sein. Du wirst immer ein Lutscher sein, immer ein Schnacker, immer ein Quatscher und immer eine Pussy. Ganz einfach. Die Realität und die Wahrheit funktioniert so, wie Menschen sie gestalten. Okay? Und das ist das, was ihr lernen müsst. Das ist das, was ihr lernen müsst. Und wo ihr Leuten wie mir zuhören müsst, die tatsächlich Dinge geleistet haben, nicht, weil das sie zu besseren Menschen macht, das ist das, was sich andere Leute einbilden. Dass nur, weil man auf der Bühne steht oder in der Öffentlichkeit steht, dass man jetzt ein besserer Mensch ist. Ihr verkauft das so. Ihr lebt simultan durch eure Idole, anstatt euer eigenes Idol zu sein. Ihr könnt das nicht auf mich schlussfolgern, nur weil das eure Idole sind und ihr denkt, ja, ich habe J-Love nie gesehen oder so mit denen und sowas. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das ist mein Idol. Der lügt einfach. Nein, du kannst nicht mitreden. Deine Idole sind Leute, die ich groß gemacht habe, die ich tatsächlich kenne und die Lutscher sind. Das heißt nicht, dass du die Lutscher nennen darfst. Ich darf das. Weil die wissen, dass die Lutscher sind und die Realität halt einfach zeigt, dass es Lutscher sind. Das ist nicht böse gemeint. Ich hasse die nicht. Hass kommt nicht in meinen Körper. Das ist ciao. Aber ich verachte Defizisten, Lutscher, Lügner, Pussys und Arschlöcher. Kinderficker, Menschenfeinde. Das ist ein großer Unterschied zwischen Verachtung und Hass. Ne? Okay. Und wenn ich nicht reden würde, würde es keiner machen. Wenn die Leute, wenn die Spezialisten und routinierte Leute, wie ich es bin, Leute, Top-Manager, Top-Vermittler, Genies wie ich, die tatsächlich sich aus der Masse in die Galaxien, in neue Welten begeben haben und immer wieder zurückkommen können, nicht wie ich das tun würde, was Tausende von wie ich tun, die in meinem Netzwerk sind. Millionen. Dann würdet ihr denken, dass der Hase läuft. Aber ihr seid Lutscher. Ihr meint, es würde euch was bringen, hart zu sein. Ihr denkt, ich wäre hart. Ich will weder real sein, noch hart sein. Real und hart sein ist Pussy. Das hat nichts mit Vagina zu tun. Natürlich hat man sich falsch sozialisieren lassen und man ist nicht fehlerfrei und man hat nicht, man hat bestimmt auch, ich bin niemand, der irgendwas bereut.
Weil ich das nicht muss, weil ich die richtigen Entscheidungen treffe, die du nicht zu benennen hast. Weil du hast dich schön um dich selber zu kümmern und vor deiner eigenen Tür zu kehren. Anstatt irgendwelche Sachen in die Welt zu setzen, von denen du nicht weißt. Weil wüsstest du, was es ist, wärst du noch viel unglücklicher und viel ängstlicher, als du Pussy eh schon bist. Und das ist das Schade. Das ist die fehlende Selbstliebe, die da ist. Und es sind nur Leute, die keine Selbstliebe praktizieren, die durch die Selbstliebe von anderen Menschen, die keine Selbstliebe haben, simultan leben und dann alles investieren, man sieht es ja, alles investieren in andere Menschen für den Schrei nach Selbstliebe, anstatt nach innen zu gehen. Die Realität, das Wissen aus sich selber zu schöpfen und zu sagen, ich liebe mich selber, ich verzeihe mir selber, ich lerne mit mir klarzukommen, ich räume mich auf, ich bin es wert, egal was ich erlebt habe. Aber das sind die Sachen, die viele von euch nicht wahrhaben wollen. Und das ist in Ordnung. Nochmal, mir ist das, also mir kann es scheißegal sein. Ich muss auch ganz ehrlich sagen zu euch, mir ist es auch scheißegal. Weil ich nicht da bin, um euch irgendwie zu bessern. Ich bin dafür da, mich zu bessern. Und für mich heute das beste Ich zu sein, um morgen noch ein besseres Ich zu sein. Ne? Diese Allüren. Dass ich Leute zusammenbringe und Leuten das Glück zeige und das Glück in die Hände gebe und die Möglichkeit in die Hände gebe und mich förmlich 2, 3, 4 Hundert teile, um andere Leute glücklich zu machen und sie zu beschenken mit dem Glück, welches ich habe, mit der Dankbarkeit, die ich habe, und die das dann mit Füßen treten und das zerstören, diese Allüren habe ich nicht mehr. Das hat mir nicht wehgetan, das hat diesen Menschen wehgetan. Ihr schaut euch Menschen an, die tief unglücklich sind, durch die ihr vermeintlich simultan mitlebt und dann tatsächlich wirklich glückliche Menschen, die Glück nicht in irgendwelchen physischen Dingen und Glückseligkeit darin empfinden, sondern also wirklich komplett wahnsinnig, also wirklich viele von euch, ihr seid maxi wahnsinnig und weltfremd. Ne? Das ist nicht wertend. Also, ne, wenn du dich angesprochen fühlst, so be it. Es geht um Wertschätzung. Und Wertschätzung genügt schon. Und Wertschätzung ist dann auch das, was du tatsächlich dann auch zeigst. Das ist, wenn du das likest. Das kostet dich nichts zu liken. Und gleichzeitig ist es aber für das galaktische Like-Verhalten. Ein Like. Ne? Du hast nichts dafür bezahlt. Aber mir dann so mit, also ne, wenn dann, das ist das Typische, mach Musik, rede nicht. Ne? Dass die Leute wollen auch dich. Mir ist es scheißegal, die wollen euch eindimensional. Die wollen euch für immer als Kinder haben. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh, ich wäre gern wieder ein Kind. Ich will nie wieder ein Kind sein. Das war das. Ich bin dankbar dafür. Aber ich will da nicht zurück. Das musst du nicht so sehen. Aber die Sache ist, ich gehe nicht zurück. Ich bin im Jetzt. Und ich mache das Jetzt zu einem besseren Ort für mich
so dass ich vielleicht jemand inspiriere, der das morgen auch tun möchte. Ja. So, und das ist die Sache. Wenn ich dann sage, ey, ihr seid mir scheißegal, dann ist das natürlich, dann man vergisst gerne die Situation, dass es hier eine Show ist, unter anderem. Ne? Eine Show passiert in der Realität. Hollywood ist in der Realität. Also Hollywood ist in der Realität. Ne? Dass es der heilige Baum ist. Und dass wir von den Schwarzfuß-Indianern reden, dass wir von Königin Khalifa, Kaiserin Khalifa reden. Ne? Eine Verwandte von Europa, Kaiserin Europa, dem keltischen Reich, nach den Sternen gebaut reden. Das sind andere Sachen. Aber im keltischen Reich ging es nicht um Reichsein. Deswegen haben die nach den Sternen gebaut. Deswegen haben die Aquädukte gebaut, die überbaut wurden dann mit Blutkraft, mit Sklaven. Aber das lief alles nach den Sternen. Luft, Wasser, Energie. Besser als, ne? Nur weil es dann irgendwann war, so, okay, wir brauchen mehr davon. Ne? Die Reichsten brauchen noch mehr, die Kriminellsten brauchen noch mehr, während alle anderen verhungern oder dann vor den Karren gespannt wurden und verheizt wurden und aufgefressen wurden. Und irgendwann dann und emuliert wurden, aufgesaugt wurden, so. Jetzt sind wir ihr. Wir sind jetzt ihr. Wir bauen da jetzt drüber und die Gewinner schreiben die Geschichte. Das ist alles kaputt. Das ist 2024. Ihr könnt nicht mehr damit kommen. Ihr habt verloren. Die Wahrheit hat gewonnen. Ihr seid nur noch nicht so weit. Ne? Und das ist die Sache. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt gar nichts machen. Ihr könnt gar nichts machen. Gar nichts. Niemand kann irgendwas machen. So ist das Ding übernommen. Dumm sein ist so einfach. Ignorant sein, so einfach. Aber mit diesem ignorant leben. Die Frage ist, was irgendwelche Leute dann sagen, wenn es keine Ärzte mehr gibt. Weil wenn du mit wirklichen Ärzten sprichst, dann ist es so, auf der einen Seite heißt es so, Deutschland wird überrannt von außen, von kranken Ausländern. Aber es ist so, okay, Deutschland wird auch verlassen von Deutschen, die sich denken, pff, jetzt bin ich in die Großstadt gezogen, das schaue ich mir nicht an, das Krankensystem schaue ich mir nicht mehr an. Ich kriege den anderen dann viel mehr Geld dafür. Da krieg ich das Vierfache. So, dann habe ich auch noch eine Rente. So. Also wenn du in diesen Denk, wenn du diese Denkmuster hast. Das heißt, wenn denn irgendwelche Leute irgendwas rumdümpeln von wegen geh zum Arzt und so eine Scheiße oder lass dir deine Zähne versauen, wenn du weißt, dass Zähne, dein Körper ist eine Maschine. Deine Zähne sind verbunden mit deinen Organen, du Vollidiot. Das heißt, du hast besser deine Organe unter Kontrolle. Was kommst du mir mit hier irgendwelchen oberflächlichen Scheiße, nur weil du dir die Zähne rausnehmen lässt und die weggeätzt hast durch deine ekelhafte, ätzende Art? Und du getriggert bist durch Oberflächlichkeiten, du Nuttensohn, du Hurensohn, du Stück Scheiße. Ne?
Ultraschöpfsprache. Ne? Immer wieder das, eine Kraftsprache. Du Nuttensohn, das musst du wissen, du Hurensohn. Nicht, weil deine Mutter eine Hure ist, das war höchstwahrscheinlich dein Vater, du Nuttensohn. Weil der schon eine Nutte war. Ne? Der war alles andere als Zauberer. Auch wenn der Freimaurer ist oder sein Großvater für Hitler gearbeitet hat, den Nuttensohn. Okay? Du bist ein Hurensohn. Das hat nichts mit deinen Eltern zu tun. Das ist das, für was du dich entschieden hast. Ne? Und so, nochmal, du kannst nicht, du musst, meint ihr die Leute, die Kontinente überflogen haben und gesehen haben, ey, das ist krass. So wie bei Avatar, die sind drüber geflogen, hatten ihre Messgeräte. Damn, Jonathan, da ist ja ganz schön viel Gold. Yo, das ist eine Goldader. Tschüss. Da ist Wasser. Weideland. Tschüss. Von oben. Oh, nice. Hey, wir haben gerade Gold gefunden. Kommt jetzt mit den Booten rübergeflogen. Wir schicken euch ein Schiff und dann können. So. Dann sind die runtergekommen. Mit ihren Anzügen. Zu Leuten, die noch nie wussten, die nicht wussten, was Anzüge. Die hatten eine andere Form von Anzug. Da habe ich gedacht, okay. Du siehst so aus wie einer von uns. Okay. Ja, gut. Krass. Ciao. Und dann kamen die irgendwann wieder. Und dann kamen die an und wurden schon erwartet. Ne? Und die hatten Gold und alles. Die haben gesagt, ihr könnt so viel haben, wie ihr wollt. Es gibt unendlich. Aber die hatten nicht genug. Die wollten immer mehr. Und irgendwann wollten sie deren Töchter und Söhne. Und dann waren die Söhne nicht mehr genug. Dann wollten sie mehr von den Töchtern und Söhnen. Dann haben sie sich eingeheiratet. Und irgendwann haben sie angefangen, sie von innen aufzufressen und dann tatsächlich aufzufressen. Und weil es nie genug war, haben sie dann angefangen, die Natur aufzufressen und zu zerstören. Dann haben sie angefangen, die Mutterbäume abzuschlachten. Und das ist die Urzeit. Und das ist das, was die Leute nicht... Nochmal, es ist egal. Ihr könnt doch aber gar nichts machen. Ihr könnt doch aber gar nichts machen. Ne? Ihr könnt doch gar nichts machen. Ne? Ihr könnt doch gar nichts machen. Keiner kann und niemand wird, meine Damen und Herren. Ne? Und dann gibt es immer diese Frage, so, ne, diese, also, ich finde es mittlerweile eine lästige Frage, so, ne, da kommt es immer wieder so, ey, so, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, dem Leben einen Sinn zu geben. Ist doch ganz einfach. Na, fertig. Hm. Das ist von Cool Savage. Das ist so lächerlich. Aber wie auch immer, ich meine, ey, klar, was auch immer. Die Entscheidung, dass du Entscheidung, Pädophile zu feiern, Menschenfeinde und misogene
Homophobe zu feiern. Das ist eure Entscheidung. Es kommt der Punkt auf No Return und die Wahrheit hat schon gewonnen. Dementsprechend müsst ihr wissen, was es ist. Ja, und ich meine, Savas hat früher immer über Zahnschmerzen geklagt. Oh. Und mir ins Maul geschaut. Oh, du hast so schöne Zähne. Hast du früher eine Spange gehabt und sowas? Der Typ war eine Flasche. Ist eine Flasche, bleibt eine Flasche. Und das könnt ihr euch aber nicht leisten, das zu sagen. Ich kann das schon sagen. Das hat mir irgendwann mal geschrieben vor Jahren. Hör bitte auf, mich zu beleidigen öffentlich. Nein, nein, nein. Sei ehrlich. Niemand beleidigt dich. Und heute hält er einfach die Schnauze. Ja. Schweigen ist goldmäßig, weißt du. Aber deswegen muss er auch mit so Leuten abhängen wie Günther Jauch und Kai Pflaume. So. Ja. Lass uns mal wieder einen schönen Text von eurem. Hier schreiben so viele König, Kalter Krieg. Und dann wollen wir mal natürlich in den Text reingehen. Der hat 45.000 Leute haben das gesehen. Ne? Und Part 1, ja. Ich übersetze das mal für euch, dass ihr das richtig versteht. Ne? Passt auf. Er macht auf künstlich interessiert und Frauen denken, er sei nett. Doch wenn er fertig ist mit Ficken, sieht ihre Vagina aus wie Kotelett. Diese Frau. Genug geredet. Lass uns ficken, bis es knallt. Steck die Zunge in dein Arschloch und ich scheiß dir in den Hals. Frauen, die sagen, ich bin träge, animiere ich durch Schläge. Frau, schweig, leg deine Zunge auf meinen Penis und mach ihn steif. Ich zitiere ihn, den ihr so feiert. Ich bin eng.
Geh in Deckung, ich bin gleich so weit und spritze. Dir in den Mund, plus auf die Augen und als Krönung in deine Scheide. Ja, Hure, also Frau halt, ne? Frauenfeindlich. Mehr als das, Mensch. Du findest Stellungsspiele scharf. Die einzige Stellung, die ich kenne, ist mein Penis in deinem Arsch. Frau. Ich bin cool und zeige Frauen, wer der Boss ist. Zieh die Hose wieder an. Deine Vagina ist mir zu verformt. Sinnbild froschig. Frauen haben Respekt vor dem Volumen meiner Leiste und müssen blasen. Während ich auf Toilette sitze und scheiße. Frau, was willst du tun? Ich bin potenter als ein Ochse. Wenn ich sterbe, dann zumindest mit meinem Penis in der Vagina. Du kannst sagen, was du willst, es geht alles nur ums eine. Dicke Titten, enge Muschi, Blase, Lippen, lange Beine. Frauen kaufen meine Tapes und rufen, oh yeah. König, kalter Krieg, du bist der Zuhälter-Legionär. Er sieht Dinge realistisch. Ohne ficken keine Kinder. Doch die Leute haben keinen Plan und sagen, es, Krieg, du bist behindert. Ihr wollt Rap mit Lehrcharakter. Ich bringe Frauen bei zu blasen, ohne Zähne. Wenn ich ejakuliere, wachsen Frauen graue Strähnen. Nigger. Ich bin der beste Ficker nördlich vom Äquator. Die stärkste meiner Frauen ist die Tochter vom Predator. Ich dirigiere meinen Schwanz direkt in Richtung Scheidenloch. Frage, Krieg, willst du mich lecken? Antwort darauf, wieso sollte ich? Na dann lass es. Sowieso, Frau, du hast gar nicht viel zu sagen. Oh, ich muss weg. Ich habe leider keine Zeit mehr, dich zu schlagen. Frauen schlitzen sich die Adern auf, um deutlich zu vermitteln, bitte, Krieg, bleib bei mir. Ich bleib lieber bei deinen Brüsten, Schrei. Lamentier hier nicht rum und leg die Hände auf meinen Hodensack. Stewardessen, Frauen, hole ich runter mit der Flak, yo. Frau, was willst du tun? Ich bin potenter als ein Bär. Wer bist du denn? Kalter Krieg, ich bin der Zuhälter. Legionär, Nigger. Zitat. Zitierter Text von Zuhälter, Legionär von Kool Savage. Also wenn das nicht der Inbegriff von Frauenfeindlichkeit ist und Menschenfeindlichkeit und alles andere als Kunst und wenn man sich dann noch die anderen Texte anhört, die dann auch pädophil werden, ne, und es aber dann heißt, dass der eigentlich schwul ist, so wie die anderen Rapper, und das alles auf neurolinguistischem Programmieren aufgebaut ist. Das heißt, die machen auf
Männlich sind aber, oder, das kann man so nicht sagen, ich revidiere das. Die machen auf, die geben jungen Männern vor, was Mann sein zu heißen hat, mit so einer frauenfeindlichen und menschenfeindlichen, Päderasten, pädophilen Texten, geben jungen Leuten vor, dass Frauen und jungen Männern, zukünftigen Männern, jungen Frauen vor, dass das ist, wie echte Männer sind. Potent und wilde Sexgötter und Maschinen, ja. Bumsen sich dann aber gegenseitig hinter den Kulissen in den Arsch und stehen nicht dazu, dass sie Schwule sind und drehen das aber dann so um, nicht mal Schwule, sondern Sadisten, weil schwul sein und oder homosexuell zu sein und Sadist zu sein, ist nicht das Gleiche. Ein Sadist bist du ein Sadist. Das hat nichts mit Homosexualität zu tun. Ne? Und dann kann man sich irgendwann fragen, okay, ist die Invasion nicht schon längst passiert? Frage ist dann, okay, bist du das Reptil? Dann muss man sich darüber Gedanken machen, was ist Religion und was ist dieser UFO-Kult? Hat man die Reptilien nur dafür erfunden, um die Religion, die auf Blutritualen aufgebaut ist, generell, ne, ihr ein Gesicht zu geben, also der weißen Vorherrschaft, und jetzt sind natürlich viele Leute getriggert und sagen, ich bin doch weiß. Nein, bist du nicht, weil weiß ist, kannst du nicht sein, außer du kannst den Aktienmarkt verändern. Du kannst Aktien zum Hochbringen und zum Fallen bringen. Ne? So weiß kannst, das Geld, um weiß zu sein, hast du nicht. Und wenn du dann weißt, dass die weiße Vorherrschaft nichts mit Farbe zu tun hat, dann weißt du ganz genau, dass du nichts anderes bist als ein Dummschwätzer, der seine Fresse zu voll nimmt und keine Eier im Sack hat und ein Lappen und Schlabberlatze ist, der im Kindergarten ausgelacht wird. Du Nuttensohn. Nicht, weil ich so mit dir spreche, sondern weil du Leuten beigebracht hast, so zu sprechen. Deutschrap. Ne? Und du baust dir einen auf neurolinguistischen Programmieren und Gedankenkontrolle und okkultem Halbwissen. Dann ist halt die Frage, okay, seid ihr schon hier? Ne? Dann ist auf einmal so, okay, das rappende Reptil. Ist das dann einfach so, also nochmal, das sind die Fragen, die ich mir stelle, aber das ist halt einfach so, okay, dann, okay, ihr lebt unter uns. Aber ihr seid Hurensöhne und Nuttensöhne, die sich nicht trauen, irgendwas zu machen. Macht doch den Himmel dunkel, fahrt den Mond vor und fangt an. Und guckt, was passiert. Das ist Müllsoße. Ja. Das sind die Spielchen, die die spielen. Und die meinen, die wissen was, aber die wissen nichts. Beweis es doch. Du bist ein Spießbürger, du wohnst jetzt da, wo die Nazis früher zum Urlaub gegangen sind, irgendwo im Grunewald und machst einen heftigen, dass du irgendwo am Teufelssee wohnst und man dich einfach so dumm sein könnte. Aber wir sind nicht dumm. Weißt du? Das ist halt die Sache. So, jetzt geht erstmal schwanger damit, liked es, verbreitet es.